SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal dieses Gesetz, was wir jetzt heute einbringen, ist dringend notwendig, weil die Art und Weise, wie wir Psychotherapeuten ausbilden, ist im Prinzip seit 1998 so gut wie nicht mehr verändert worden. Seitdem hat sich die Lage aber massiv verändert. Die Methoden, mit denen heute Psychotherapie gemacht haben, sind vielfältiger geworden, sind besser geworden, sind auseinandergegangen, haben sich weiterentwickelt, sind wissenschaftlich sehr viel besser verstanden, als es früher der Fall war. Die Forschung ist weitergegangen. Wir haben mittlerweile auch gelernt, dass man also dieses Studium am besten lernt, indem man praktische Anteile und Theorie kombiniert. Also nicht sozusagen ein Praxissemester in das Studium integriert, sondern dass man am Patienten also unterrichtet, so ähnlich wie wir das auch immer stärker in unser Medizinstudium integrieren. Und es gibt insgesamt eine faszinierende Entwicklung in der Psychologie und in der Psychotherapie. Dort entwickeln sich die Belange aber auseinander, weil die Psychologie zum Teil ganz neue Bereiche abdeckt, die in der Psychotherapie keinen Platz haben und umgekehrt, sodass man das Psychologiestudium und das Psychotherapiestudium in den ersten Studienjahren gut kombinieren kann, aber in späteren Teilen muss das sich auseinanderentwickeln, weil das sind ganz unterschiedliche, ich sage mal, Leidenschaften, Kenntnisse und auch Fähigkeiten, die man entwickelt. Dem wird der moderne Ansatz, den wir hier entwickelt haben, gerecht. Wir haben daran Jahre gearbeitet, übrigens mit den Verbänden zusammen. Wir haben selten mal ein Studium so reformiert, mit so viel Kooperation mit den betroffenen Verbänden, mit dem Fakultätentag, mit den Psychologenverbänden, mit der Kammer in der Psychotherapie, mit den niedergelassenen Psychologinnen und Psychologen, mit den Fachvertretern, wie in diesem Fall. Das ist wirklich über die Jahre hinweg gereift, besonders gut vorbereitet und findet ja auch derzeit sehr viel positive Resonanz. Wir werden ja zu Recht, sage ich einmal, zumindest für den Einbezug aller Betroffenen gelobt. Wir haben Jahre daran gearbeitet. Ich kann daher also sagen wir mal, Kritik verstehen, das ist keine Frage, es ist noch nicht das endgültige Produkt. Aber ich nehme für uns in Anspruch, wir haben selten mal ein Gesetz so intensiv mit den Betroffenen und mit den Fachleuten, ja sogar auch mit den Auszubildenden abgestimmt wie dieses. Ich komme zu dem zweiten Teil dessen, was wir hier reformieren, nämlich die eigentliche Ausbildung. Derzeit ist es so ein unhaltbarer Zustand. Derjenige, der das Studium hinter sich hat, aber noch nicht approbiert ist, der geht danach in eine Ausbildung, wo er im Prinzip wie ein Praktikant vergütet wird, wenn er überhaupt eine Vergütung bekommt und kann nicht arbeiten, obwohl er eigentlich schon Versorgungsaufträge übernimmt. Eine unhaltbare Situation sowohl für die Patienten wie auch für die Auszubildenden. Daher gehen wir jetzt über, die Approbation erfolgt nach dem Studium und dann gibt es eine klassische Weiterbildung. Wie in der Zahnmedizin, wie in der Medizin, wo man unter Anleitung am Patienten arbeiten kann. Darauf bereitet dieses praxisorientierte Studium vor. Das ist eine ganz andere Qualität. Das ist genau das, was die Patienten sehen wollen. Das ist genau das, was auch würdig ist für diejenigen, die dieses Studium gemacht haben. Nach 5 Jahren Studium mit Praxisanteilen, die integriert sind in das Studium, ist man in der Lage, eine Weiterbildung zu machen, wo man unter Anleitung auch Patienten behandelt. Und dann wird daraus ein richtig gutes, bezahltes, einheitliches Konzept von Studium und Weiterbildung. Wir werden die Finanzierung regeln, wir werden die Zeiten regeln, wir werden die Übergänge regeln, wir werden auch dafür sorgen, dass diejenigen nicht durch ein Netz durchfahren, die sozusagen in Übergangsphase noch in der Ausbildung sind und noch nicht in der Weiterbildung. Und wir werden auch das Steuerungsgesetz bringen, was eben zur Sprache kam. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Das wird mein Kollege noch machen, weil wir wollen nicht, dass, was Spahn hier vorhatte, dass, sagen wir mal, eine Steuerung im Sinne einer Delegation oder einer Facharztprüfung kommt vorher, sondern die Steuerung muss aus dem System kommen. Die muss von den Fachleuten, von den Psychotherapeuten selbst geleistet werden. Da werden wir im Verband mit den Betroffenen eine gute Lösung finden. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion spricht nun Dr. Wieler.